Aber ich höre mich auch so, ich sage komisch schlecht. Keine Ahnung, manchmal. Ich nehme mich als Verschwörungstheoretiker, aber manchmal denke ich mir, weil ich Absicht. Ja, klar. Es ist schon viel, glaube ich, passiert. Also 2018 gab es sowieso 15 Spiele. Also so wirklich 5 Grand Finals. Ja, genau, Duck. Grand Finals 1 fällt irgendwie so extrem komisch 3-1, vergisst du mich so L-Cancel und so Wave Dash. Und dann ist halt 2 Free Auto in einfach so. Also, ich kann verstehen, dass es passiert mal, dass du dich den Gegner nicht ernst nimmst und dann im zweiten so richtig spielst, aber das ist halt irgendwie 6 Mal passiert. Du meinst, die Theorie ist, er macht das irgendwie halt auch total. Ja, klar, und um die Leute nicht dazu kommen zu lassen, dass Pat zu strong ist als Turniercharakter, kannst du. Ich meine, er macht doch auch keine Tech Chase, weißt du? Keine. Ja. Warte, hast du nicht auch gehasst, den Marth zu spielen? Kommt drauf an. Also, Marth macht es jetzt lieber als den Gesamt zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich nicht. Aber okay. Es ist nicht, dass ich hasse, gegen Samus zu spielen, aber es ist halt irgendwie. Für mich so ein also das ist für mich ein Aspekt des Spiels, den ich so hinnehme, um zu den schönen Sachen des Spiels zu kommen. Und irgendwie, ich habe halt gemerkt, so okay, welche Matchups magst du? Fox, Falco, Falcon, Marth. Alle anderen Matchups sind ehrlich gesagt fast nur Wechsel. Auch Peach, Icy, Puff, alles nur. Also magst du Marth? Ja. Du hast gesagt, scheiß Marth. Ja, ich bin trotzdem Salty hier gegen Marth, ja. Ja. Allgemein sehe ich einen, dass Marth auf der Skala deutlich weiter anders ist. Eigentlich kann ich schlecht sagen, dass du liebst. Darum sage ich das mal. Was? Ich kann dir nicht sagen, dass du liebst. Ich bin ja nicht in deinem Kopf. Wenn jemand sagt, ich mache das oder das? Es ist nicht so, es ist irgendwie einfach ermüdend, ich weiß nicht. Aber die letzten Monate wirklich nur noch seitdem Konati weg ist. Ich hab einfach keinen Bock. Weil mein neue Bracket immer Fur2, 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 Karol. Es ist einfach, du siehst keinen Sinn darin, vielleicht gar nicht zu lernen. Weil du denkst, wenn du gewinnst, hast du nichts gewonnen, aber wenn du verlierst, dann hast du was verloren. Ist nicht das, ich bin halt. Ja, also vielleicht schon, ja, du hast vielleicht recht, aber. Weil ich muss jetzt, ich hab gegen Fur2 und toughC. Boss-Rush machen. Das ist scheiße. Für mich war das entscheidend. Ich habe halt im Dezember gegen das letzte Weekly vor Weihnachten. Da habe ich erst gegen First Free Open gewonnen und dann gegen Office 3-1 verloren. Da bin ich nach beiden Sets genau gleich gekommen. Kann man die Office 3-1? Ja, weil Office dann anfängt. Ich bin der einzige Mensch, der ganz wieder gegen ihn Puff spielt. Und gegen ihn halt anfängt, Olof Shields zu spielen. Ich habe einmal von mich gegen, bevor ich gesamt habe, habe ich versucht, Schienen zu spielen gegen Stört. Und dann hat er mich voll gestört. Also ich glaube, verstehen das. Ja, es ist schon spielbar. Ich finde es genauso. Ich finde es gar nicht so schlimm. Schief Eis ist auch spielbar. Aber was du als Spiel machst. Was mich halt fertig macht, ist, das habe ich gerade schon gesagt, für mich das zentrale Beispiel. Weißt du einen Punish auf Puff, F-Slash und Newton? Ein sinnvoller Punish, der vom Risk-Reward genauso ausbalanciert ist wie die Puff. Westlash Back, Grab. Ich bin sowieso. Geht nicht. Ich habe das gelernt. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt. Du kannst direkt daneben stehen, shielden und dann rein F-Dash und dann F-Dash. Aber du musst halt schon direkt daneben stehen, da F-Dash kann man stehen. Du musst halt Space. Du musst Kontrolle über die Länge des Space. Du kommst doch nicht hinterher. Doch, komm. Du musst halt so. Okay, du meinst jetzt ohne Router. Ja. Also ich weiß, dass es ein Meme ist, weil Rot ist gegen mich beim Arcade und mich mit F-Dash Musik, aber wenn ich halt überlege. Ich kann es halt nicht an. Es du meinst, man kann es nicht Shield grabben? Ja, das sowieso nicht. Der Knockback ist viel zu groß, du kannst es nicht Shield grabben. Aber mich stört nicht, dass es gibt vielleicht Punishes, ja. Mich stört, dass das Puff, das Charakter, selbst wenn ich den Punish kriege, weil das Risk überhaupt viel besser befasst. Wenn er erstmal trifft, bin ich völlig im Arsch. Bei über 40%, weil der Knockback so extrem war. Bin ich auf Stage, ja, kann er schon. Wenn er nicht trifft, frisst er vielleicht 10%. Das kann ich ja nicht kommen. Und grabben kann ich ihn auch nicht, weil er kann dann. Das Risiko für sowas hat doch.
jeder einzelne Move von Puff genau diese Sachen. Backer ist dasselbe, Air ist dasselbe, Pound ist dasselbe. Ich kann mir vorstellen, dass. Egal, das ist einfach mit. Immer wenn ich darüber anfange zu reden, fange ich an. So, es ist richtig dämlich, richtig säudig, ich weine immer. Siehst du, deswegen bin ich halt so. Das passt schon Bock jetzt, ich kriege Dinge zu spielen. Dann mach du. Mach ich das nicht. Weißt du? Jetzt habe ich gegen den Chico an den Spiel gefallen, die erst mit meinem Leben anfangen. Ich habe noch fast keinen. Außer Dusan und vielleicht Nick. Ja, wirklich jedes. Ich sehe immer einfach Sack, aber dann spiele ich Chico. Okay. Ich hab's mal gehört.